Eigentlich ist es ja ein Anschluss an die alte Saison. Man sieht keinen wirklichen Fortschritt auf dem Platz. Also zunächst mal, um das mal festzuhalten, wir befinden uns nicht mehr in der alten Saison, sondern der Bundesliga-Start hat jetzt den zweiten Spieltag. Also wir sollten nicht zurückschauen, sondern nach vorne. Ich gebe Ihnen recht, wenn wir sagen, wir haben auch heute gegen eine Mannschaft zu Hause gespielt, die wir natürlich vom Papier her schlagen müssen. Aber das hat man in den letzten Jahren auch immer gedacht, dass es ganz einfach ist. Man muss die Tugenden, die auch ein Gegner auf den Platz bringt, genauso mitgehen und muss darüber hinaus die fußballerische Qualität auch noch natürlich mit Zielstrebigkeit und Herausarbeiten von Tormöglichkeiten erspielen. Aber dazu gehört erstmal, den Ball auch zu erkämpfen, auch einen zweiten Ball zu erarbeiten, zu erlaufen und vor allen Dingen Klarheit in dem Spiel zu haben. Und vieles davon, was wir uns erarbeitet haben in der gesamten Vorbereitung, haben wir heute gar nicht gesehen. Und das hängt sicherlich nicht damit zusammen, dass der Raphael heute frühzeitig vom Platz musste. Wir haben auch genügend andere Köpfe in der Mannschaft, die dann auch eine Mannschaft mitreißen sollten.